Wegen einer Unwetterwarnung musste der 10. Hochheimer 24-Stunden-Lauf nach etwa 21 verstrichenen Stunden abgebrochen werden. In der Turnhalle auf dem Sportgelände Wasserturm fand die vorgezogene Siegerehrung statt. Wir wollten einen ganz besonderen Lauf machen zum 10. Mal. Nach 25 Jahren und es sollte 24 Stunden dauern und es hat aber, ich habe es nicht ausgerechnet, um 9.15 Uhr haben wir abgebrochen. Es gab eine Katastrophenwarnung von der Feuerwehr und Sicherheit ging uns vor. Jetzt haben wir nach und nach geguckt, können wir weiterlaufen. Wir konnten nicht weiterlaufen. Es stand 9.15 Uhr und ehren jetzt so und sind traurig, dass uns die letzten 3 Stunden fehlen, aber wir haben halt dann einfach einen 21-Stunden-Lauf rausgemacht. Und Laufen ist ja eine Individualsportart, eigentlich. Jede große Laufveranstaltung läuft jeder für sich. Und hier, das hat heute nochmal gezeigt, wie toll man im Team laufen kann und wie großartig so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann. Trotz des Wetters blieb die Stimmung unter den Läufern aber weiterhin euphorisch. Wir sind die Hochheimer Hoffnungsträger, wir sind super zufrieden. Wir sind zum ersten Mal dabei und es war super eine Organisation, klasse. Wir wollten mehr als das letzte Mal laufen, das waren 777 Runden. Unsere inoffizielle Aussage war, wir laufen 888, haben wir leider nicht geschafft. Da ist was dazwischen gekommen, das hieß Wetter, aber wir waren eigentlich gut unterwegs, mit Dank der jungen Kerle, die wir dabei hatten und vielleicht hätten wir es geschafft.